Hallöchen, meine lieben Zuschauer. Es müsste jetzt schon der Freitag sein, wo die Folge hochlädt. Und heute gibt es da mal wieder ein Heimspiel. Nur eine einzige Partie gegen den SC Freiburg. Ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse. Aber lief ja früher immer so. Und ja, wenn es mal eine Folge weniger, so eine Partie weniger pro Folge erscheint, dann ist das ja auch nicht immer so schlimm. Ja, danach kommt erstens das geschlossene Transferfenster. Plus 2 Wochen Länderspielpause und das werde ich natürlich überspringen. Vor allen Dingen, weil ich auch erstmal nicht vorhabe, irgendwelche Spieler zu verkaufen. Und ja, deswegen denke ich mal, dass das die beste Lösung, wenn ich das überspringe. Was wollt ihr da auch zugucken? Ich Angebot ablehne. Diese Wochenpause sind auf jeden Fall gut für Jane, der dürfte danach wieder komplett fit sein. Natürlich die Spielpraxis ohnehin noch nicht top. Deswegen mal gucken, wie es da sein wird. Bradley Fing bei Young Boys. Okay, scheint kein Stammspitz. Aber ich habe gesehen bei meiner anderen Karriere, wo ich schon ein paar Jahre weiter bin, bei einer privaten Karriere, der sich richtig gut entwickelt, der Bradley Fing. Also, da war ich schon ein bisschen verwundert. Gomez schon 4 Vorlagen, krass. Oh, entwickelt es auch physisch ein bisschen weiter. Das ist halt das, was er tun sollte. Tom Metcalf hat jetzt die australische Nationalität. Hat er, glaube ich, davor die deutsche. Vielleicht ist er jetzt ja schon, stimmt das schon ja gerade, dass er Jugendnationalspieler ist. Guerreiro in der 11. Woche. Nur leider auch noch kein Treffer. Ja, morgen gibt es dann die Auslosung. Gegen wen wir dann in der Champions League spielen dürfen als amtierender Meister, sind wir natürlich auch im Top 1 vertreten. Das ist natürlich gut. Natürlich kann man trotzdem immer auf eine sehr starke Truppe treffen. 8 Spieler wurden nominiert. Sehr gut. Tom Metcalf für die australische A-Nationalmannschaft sogar. Cool. Sean Markwell von 2,6 Millionen. 3. Jahr hintereinander. Bei Braunschweig immer gut gespielt, immer verbessert, selbst eine Liga höher. Scheint ein ganz guter zu sein, aber natürlich nicht gut genug für uns. So, Audero und Tonale für Italien, Emil noch immer ohne Nationalspieleinsatz. Vielleicht wird sich das ja bald ändern. Thiago für die U23. €15,24 Millionen kriegen wir. Und ich mache heute mal vielleicht ein bisschen spannender und mache die Auslosung nicht sofort, damit ihr euch das genau angucken könnt. Der liegt verletzt. Die paar Tage kriegt er hin. So, Top 1 sind wir. An sich werden wir auf jeden Fall nicht ganz weit oben. Warum haben wir so wenig Punkte? Warum haben wir so schlecht die letzten Jahre? 2020, 2021, ja stimmt. Die 7 Punkte, warum wohl mal, ne? Aber letztes Jahr 34 Punkte, da habe ich ordentlich gepunktet. Abstand zusammen mit Real Madrid. Ich glaube, die waren ja im Finale gegen uns, ne? Und das hat uns gut getan, ne? Und ein bisschen weit nach oben gehievt. Leipzig 17. auch nicht schlecht. Die Bayern auf Rang 10. Danach kommt aus Deutschland Leverkusen, Frankfurt sogar. Ja. Oh, nee, ich wollte eigentlich die aus... Na toll. Also Brügge, Juve und Kiew müssen wir ganz klar schaffen. Juve natürlich der größte Konkurrent, aber Kiew und Brügge müssen wir schlagen. Und ich denke auch mal, das schaffen wir, ne? Also, und an alle VOD-Zuschauer, auch die heutige Folge wird natürlich aufgenommen, beziehungsweise wurde aufgenommen live auf Twitch. Wenn mir da auch gerne mal bei so einer Live-Aufnahme folgen möchte, kann ich gerne tun. Unter twitch.tv/
Bento. Einfach so, wie ich es jetzt heiße. Ja. Unten habt ihr auch einen Direktlink. Für die, die es schneller finden wollen. So, mittlerweile kennt man ja schon die ganzen die Pressekonferenzantworten auswendig, sodass man schon in etwa weiß, was man da antworten sollte. Jetzt noch 12 Spieler nominiert. Natürlich De Ligt als neuen Nationalspieler. Ich denke mal, unser Arriaga wurde auch nominiert. Leipzig gegen Düsseldorf ein 4:0. Top-Vereine sind einfach on point. Das sieht man schon direkt zu Beginn der Saison. Leipzig zwar schon mit einer Niederlage, allerdings gegen die Bayern. Somit dürfen die Leipziger das auch nicht zu überbewerten. Bis zu 19 Spielern, die auf Länderspielreise sind. Das ist schon mal nicht so schlecht. Was ich aber kurz machen könnte, wenn man kurz anschauen sollte. 2023 laufen einige Verträge aus den Mitarbeitern. Dann kann ich das ja schon mal dem Sportdirektor weitergeben. Dann kann er das machen und während die Länderspielpause dann ist, können alle verlängert werden. Dann hätten wir das ja auch schon mal hinter uns. So, bei den Spielern, Brandt und Almada noch 2 Jahre Vertrag, kann man ja später sich mal genauer mit beschäftigen. Was machen die Bayern auswärts in Bremen? Ich denke mal ein Sieg, so wie die bislang in Form sind. Oh, und die verlieren 2:1, cool. Also können wir direkt wieder mit einem Heimsieg auf den ersten Rang springen. Das wäre doch schön vor der Länderspielpause. So. Wie machen wir das heute? Ich denke, wir nehmen einfach wieder die beste Aufstellung. Die bestmögliche. Almada ist schon auf Länderspielreise, das ist ja blöd. Oh. Na gut. So. Oder vielleicht Brandt mal oder Firmino. Der Julian ist ein guter und der muss auch mal spielen. Dann wollen wir mal, das glaube ich, da gibt es nur im Pokal gespielt und das sind ja nicht seine Ansprüche. So, los geht's! Du bist aggressiv, muss man gucken. Los geht's! Kimi auf Guerrero versucht den Ball in die Mitte zu schicken, hat aber leider nicht geschafft.
Ja, bisher nur ein einziger Schuss aufs Tor nach 14 Minuten. Das ist für unser Verhältnis ja recht wenig Sahne. Da geht der nichts ein, unfassbar. Das ist bitter. Gonzalo Pazenza. Oh, mit einem guten Anschluss. Mit einem guten Abschluss. Ansatzlos gemacht hier. Der Lühler nervös. Weil er so selten spielt von Anfang an, denke ich mal. Ich wundere mich mal bei sowas. Denken wir, ihr habt die Champions League gewonnen. Ich wurde deutscher Meister und Guerreiro. Ach. Wann seid ihr nervös in so einer normalen Partie? Aber es sind ja auch Menschen und Tonali. Schön in Szene gesetzt von Jérôme Anguéné. Und er braucht nur noch einzuschieben. Schön. Sandro macht ja auch nicht häufig Tore. Ist ja immer mal schön, wenn er eins macht. Insgesamt das dritte Tor für uns. 54. Ligaspiel, ne? Ja. Sieht man, er ist nicht unbedingt ein Torjäger, aber ist ja auch nicht seine Aufgabe. Wir haben Brand noch. Guerreiro. Will mit voller Wucht reinhauen. Leider nicht geschafft. Ach, wieder Julian. So, 14, einen einzigen Schuss. Wieder Brand. So, Sandros Tor bislang. Einziger am heutigen Tage. Anguéné ist fast als Torschütze in Erscheinung getreten. Die Körpersprache gefällt mir nicht so wirklich, ne? Warum sind die jetzt überheblicher geworden oder was? Pascal Stenzel, ehemalige Borusse. Erling, sehr gut. Wegen Koch. Gut. Noch durchgesetzt und Leroy Sané köpft drüber. Schade, schade, schade. So viele Chancen und bislang nur ein einziger Treffer. Konter. Wunderschön. Auf Erling und der ist halt unfassbar schnell und wird gestoppt von Dominik Heinz. Allerdings illegal. Damit gibt es einen Elfmeter, den wir jetzt reinmachen müssen. Oh, Erling, die Chance. Das wäre jetzt schon Elfmeter Nummer 3. Für die Braut. Ja, gibt es noch die Gelbe für Dominik, denke ich mal. Erling, mach ihn. Mach ihn, Erling. Den macht er. Sehr gut. So, Jakob. Dann hätten wir noch Felix und Alfredo. So, die drei Spieler mit der geringsten Spielpraxis mal unbehauen. Ausgenommen. Dortmund aufs 1, dann Bayern, Leipzig, also so das übliche Tableau, ne? Die ersten drei Plätze. Köln nur 16, oje, oje. Kein guter Start bislang.
Ja, es werden die es ein bisschen schwieriger haben in diesem Jahr. Wobei die hat natürlich auch etwas schwieriger Gegner, unter anderem ja wir selber, wenn wir die spielen mussten. Oh, Julia am Rand. Schade, der braucht auch mal wieder Scorerpunkte. Schon 5 gelbe Karten bei den Freiburgern. Aber wie es ausschaut, gibt es das 3:0 im 4. Spiel. Dann hätten wir nur einen einzigen Gegentreffer. Ich sag's immer wieder gerne. Wer von euch hätte das vor 2 Jahren gedacht, dass wir mal defensiv so stabil sein würden wie heute? Oder? Wo wir das dann Schmied? Nicht zu früh freuen. Yannick Haberer, kein Problem. Wer hätte das noch gedacht? Und das war's. Wir gewinnen. Natürlich verdient. Viel zu niedrig, wie ich finde, aber macht ja nichts. Mit 2:0. So, und wie ich bereits angedeutet habe, war das die heutige einzige Partie. Man of the Match wurde wieder Guerrero. Sehr schön. Zum zweiten Mal in Folge. Und ja, wir sehen uns dann wieder morgen mit einer neuen Episode. Dann nach der Länderspielpause. Sollte irgendwas Wichtiges passieren dazwischen, würde ich das natürlich noch euch preisgeben. Aber in Sachen Transfers bin ich erstmal nichts interessiert. Von daher würde ich mich damit auch nicht auseinandersetzen. So, vielen Dank. Vielen Dank natürlich vor allen Dingen an Sam für die 5 Euro, wer mich auch mit 5 oder 2 Euro unterstützen möchte. In Form einer Kanalmitgliedschaft kann ich gerne tun. Unten in der Videobeschreibung ist ein Direktlink oder einfach auf der Kanalseite auf Mitglied werden drücken. Ihr kennt die Leier, habe ich schon häufig genug gesagt. Also, bis dann und habt noch einen schönen Freitag. Bis morgen. Ciao.